Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Gabriel Knight. Wir sind hier an Tag 6, wenn ich mich recht erinnere. Und waren schon bei Mosley im Büro, haben hier so Peilsender mitgenommen. Ich weiß nur noch nicht, wo ich sie hin tun soll. Absolut keine Ahnung. Aber Fakt ist, zum Polizeibüro werden wir wohl so schnell nicht mehr gehen. Mit Grace habe ich auch schon geredet, soweit ich weiß. Und ich gehe einfach mal wieder alles so durch, um zu gucken, ob es da was Neues gibt, ob sich da was getan hat. Ist immer so die beste Strategie, die man bei Gabriel Knight grundsätzlich machen kann. Hi. Ich dachte gerade, warum sind hier so viele Kerzen? Aber die waren schon vorher. Sind mir noch nie aufgefallen. Aber hier ist jetzt nichts, ne? Was ich jetzt irgendwie mit einem Dings versehen könnte. Mit einem Peilsender oder so? Nee, ne? Sind alles so normale Sachen. Can I ask you just a few more questions? Whatever, man. Okay, hier ist auch nichts weiter. Gut, dann haben wir den Laden schon mal erledigt. Als nächstes ins Museum. In meinen Laden gehe ich jetzt nicht. Da gehe ich dann höchstens ganz zum Schluss hin. Hello, Dr. John. Glad you could return to us, Mr. Knight. Okay, haben wir hier... Ventilator, da ist wieder dieser komische Radetrommler. Ich denke mir, Kürbisflasche wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, wo ich das reintun könnte, aber ja, der steht da direkt daneben. Ich glaube nicht, dass das dann so sinnvoll sein wird, oder? Do you know of anything interesting going on this evening? You mean St. John's Eve? Mr. Knight, I know of nothing that you would find amusing. Okay, anders kann ich gar nicht mehr mit ihm reden, ist auch schön. Ich weiß nicht, ob ich das mit dem Sarg machen kann. Das wäre auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Wir konnten den ja näher angucken. The Voodoo Shrine is filled with... Ja, das wurde schon mal gesagt. Professor Hartridge called this a Sake Madule. Gabriel slips the tatsächlich into the Sake Madule. Can I assist you, Mr. Knight? No, just looking. Now if only they take the coffin to the ritual. Ja, mal sehen, ne? Aber jetzt, wo das mit dem Sarg ist, da erinnere ich mich daran, wie er diesen einen Traum hatte während der Vorlesung, wo er dann meinte, oh, der ist viel zu klein und so weiter und so fort. War das vielleicht ein Hinweis eigentlich dafür, dass man den da reintun soll? Ich weiß nicht, ich hab's jetzt einfach so durch Zufall. A sign on the front door of Magenta's home reads. Attending a channeling seminar until August 1st. Die hatte jetzt einen Tag offen, wow. Oh, dann haben wir wieder einen Ort abgehandelt. So, in der Kirche. Hier ist, denke ich mal, nichts Neues. Beistuhl ist bestimmt jemand drinne. Someone is. Ja. Okay, dann gehe ich direkt zum Jackson Square. Gucke mich da nochmal um. Oh, guck mal, die Seherin ist wieder da. You're back. You know, you really freaked me out, running off like that. You, anybody home? Stay away from Malia Gede, or you shall pay with your life. What the hell is going on? Jetzt kommt noch so ein und sagt, wir sollen uns von ihr fernhalten. Ich glaube, meine Theorie, die ich anfangs aufgestellt habe, die stimmt. Die ist doch nicht ganz geheuer. Müssen wir vielleicht auch irgendwas mit diesen Radler-Trommler machen? Ja, Voodoo-Sekte. Mit denen hat ja Crash geredet. You know, I know who you are. The drummer ignores Gabe. Wenn ich bedenke, wir haben ja noch dieses Buch mit den die Codes da herauszufinden. The book contains several pages of Radha drum codes. Ja, aber ich weiß nicht warum. Grace actually managed to find a book under Radha drum code. Ja, aber warum benutzt das nicht? Kann ich das darauf anwenden? Weil ich kann ja Gegenstand auf ihn anwenden. Gabriel listens carefully to the drum and opens his Radha book to translate. Schön.
Ich habe bis jetzt noch nichts gefunden, was darauf hinweist. Also nichts, was mit denen da anfängt. Gehe ich mal bei dem... Mit dem fängt aber auch nichts an, oder? Schön. Das ist jetzt der ganze Code. Okay, damit fängt aber auch nichts an. Dann gehe ich mal bei dem weiter. Ich habe aber nur mit den komischen M's, mit den komischen H's und mit den komischen W's, ne? Nun anfangen. Gut, dann muss ich da mal anfangen. Das war die letzte Seite, genau. M, H, da, M, H, L, M. Das haben wir auf jeden Fall schon mal. Das sind diese Sachen hier. Bis dahin. Ist aber die Frage mit diesem TTT. Konklave rufen. Dann vielleicht hier wieder. Mit WTTW. Also dieses umgedrehte T, das ist das Einzige, was da irgendwie passt. Und dann mit H. Dieses HW. Nein, das da. Hmm. If Gabriel's translation of the drum code is correct. There'll be a conclave tonight in the swamp. That must be the bayou. Okay, dann haben wir schon mal herausgefunden, wo die sich treffen. Eine Verkleidung haben wir ja auch fast. Also ich denke mal, ich weiß nicht, ob die Krokodilsmaske allein reicht. Das da wird auf jeden Fall noch reichen, zusätzlich wahrscheinlich. Keine Ahnung. Vielleicht verkleiden wir uns auch wieder als Priester. So, gibt es hier sonst nichts weiter, ne? Haben wir das auch schon mal. Dann mal zum Aussichtspunkt, um zu gucken, ob da was Neues ist, ob da jemand steht, mit dem ich reden kann, oder ob ich hierdurch wieder was sehe. Ich bezweifle es zwar, aber wie gesagt, einfach mal gucken. Nope, hier ist zum Beispiel nichts. Polizeistation gehe ich so schnell nicht wieder hin. Ich denke mir, da haben wir auch erstmal alles, für heute zumindest. Außerdem sind diese Leute sehr unheimlich creepy gewesen. Und das dann noch. So, okay, hier ist nichts weiter, wie vermutet. So, was haben wir noch? Wir haben noch die Kneipe. Gucken wir mal, ob wir mit dem reden können. Aber hier könnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass da irgendwo ein Peilsender rein soll. Can I ask you a few questions? Sure. Nee, sind auch nur Schattenjäger, Musikanten. Das ist alles nichts, was mir hilft. Da gehe ich nicht hin. Bei Casino, ich weiß es nicht, ob das Sinn macht, dort überhaupt hinzugehen. Ich kann ja mal kurz gucken, ob davor irgendwas ist. Wenn, dann muss ich mich bestimmt wieder als Priester verkleiden. There's no answer. Perhaps Casino got even more paranoid than usual and decided to get out of town. Oder ist es sowas? Dann gehe ich jetzt mal zum Friedhof. Gucke mich da einfach mal um. Und rede mit dem hier. Hello there. Go ahead. Okay, hier sind auch nur die Sachen, aber nichts, was mir jetzt wahrscheinlich weiterhilft. Markierungen. Ich gehe mal zu seiner Grabkammer. Aber hier ist jetzt auch nichts Neues, ne? Nee. Dann mal zu den anderen. Ausgang, Dingster, Grabkammer, Graber, ein eigenes Schild, Grabkammer, die ist ja auch nichts.
den Codes hat sich ja immer noch nichts geändert, ne? A new series of crosses is on the wall. Echt? Hab ich gar nicht gesehen. Warte mal. Skizzenbuch, Skizzen. Da ist dein Skizzenbuch. Dann markier die, notier die mal. Das habe ich echt nicht gesehen. Aber da unten ja ganz schwach. Die sind nicht rot. Let me get these new marks down. Aber I should check this against the code Madam Moonbeam translated for me. Maybe I can figure out what this new message says. Okay. Kann man die dann kombinieren? Gabriel checks the two messages for duplicate symbols and transfers the letters from the matches to the new message. He finds that he has the translation for all of the symbols except for three. Okay, irgendwas mit DJ Conclave heute Abend bringe Cash und dann beobachtet, das ist 100% die Abkürzung für Gabriel Knight, aber nicht verletzen. Okay. Interessant. Aber ich habe das echt nicht gesehen. Also für mich hätte ich es jetzt nicht nochmal angeguckt. Das wäre mir nicht aufgefallen. Definitiv nicht. So, dann habe ich hier schon mal alles. Dann geht's hier hin. Guck mal, das ist jetzt zum Beispiel neu. Da treffen sie sich ja. So, hier dürfte nichts Neues sein. Sieht nicht danach aus. Bei seiner Oma eigentlich auch nicht, oder? Also ich bezweifle es zumindest. Oma auf dem Dachboden war nichts weiter. Was hätte da wer mitnehmen sollen? Bei ihr wäre es jetzt nur, um noch mit ihr zu reden, um zu gucken, ob das was bringt. Aber bezweifle ich eigentlich auch eher. Yep. Ah. Spiel hängt nicht. Oh no. Oh. So, okay. Was haben wir noch? Universität haben wir noch, aber das macht eigentlich weniger Sinn. Weil wir können uns ja eh nur hier umsehen. Das ist ja nichts von Interesse. Und im Büro, dass es nicht abgeschlossen ist, ein Wunder. Was sollte es hier geben? Aus das, was wir ja schon gesehen hatten. Nothing else looks real. Nothing else. This is a. Ja, deswegen. Da bringt das ja auch nichts mehr. Jetzt können wir nochmal zu Malia gehen. Was wahrscheinlich auch nicht so wirklich hilfreich sein wird. Denke ich mal. Zumal uns mehrmals gesagt worden ist, wir sollen uns von ihr fernhalten. Also. Beziehungsweise einmal von der Wahrsagerin, einmal so, weil wir ja nicht deren Reichweite sind und so weiter und so fort. Aber wie oft habe ich das schon gesagt? Ich weiß es gar nicht. Miss Getty is busy, officer. If you just tell her. Yep. War mir sowas von klar. Und hier ist ja auch nichts, wo ich das hätte irgendwie reinstecken können, ne? Also den Peilsender meine ich. So, ja, dann bleibt uns nur noch das da. Okay. The sign helpfully tells visitors that this is St. John's Bayou. If Gabriel took the sign, how would the tourists find the bayou? Then again, that might not be such a bad thing. Parkplatz ist ja auch the nicht. The dirt patch provides parking for visitors to the bayou. Sonst ist ja nur noch der bayou. St. John seems denser, thicker, darker than Gabriel remembers it. In the twilight of the heavy growth, everything looks the same. Okay. Ja, dann betreten wir den einfach mal, ne? Bleibt uns ja hier sonst nichts weiter übrig. Something in the bayou air is confusing Gabriel's sense of direction. He could use some less susceptible assistance. Er könnte die Hilfe von einem weniger anfälligen Organ brauchen. Heilsender doch nicht.
Gabriel pulls out a tracking device, hoping that the Sakai Madeleine made it to the ritual and that this thing will work. The tracker doesn't show anything. Oh, great. Now what? Aber ich müsste wahrscheinlich mich schon mit dem Tracker... This looks familiar. Damn, I'm back where I started. Kann ich den Peilsender eigentlich an dem daran machen? Nein, nicht zur Karte. Boah, du solltest es an dein Auto, dein Dings daran machen. Kann ich das nicht benutzen? Das kann ich ja nirgends voran machen. Gabriel can't see a way to use that. Ach, Mist, aber auch. Ich wollte mit dem Peilsender gucken, von wo ich gestartet Gabriel's bin. Head. Oh, jetzt habe ich gedacht, das käme dasselbe, aber das war nicht so. So, dann guck mal. Okay, ich habe unten und oben einen Ausgang. This looks familiar. Okay, da bin ich wieder am Ausgang. Gut, dann weiß ich schon mal, wo ich nicht lang gehe. Gabriel feels confused. Ich weiß halt auch nicht, was mir jetzt hier dabei helfen soll. Okay. Das ist jetzt auch eine... Bayou Saint. Ja, da sagt nur dasselbe. Das wollte ich nur mal testen. Und wenn ich das jetzt hier benutze, dann komme ich doch bestimmt Gabriel wieder... Feels confused. Ja, ich dachte es mir, dass ich dann hier lande. Ich brauche also irgendwas anderes, was mir dabei hilft, mich zurechtzufinden. Aber ich habe keine Ahnung, was. Ich dachte ja, mit dem Peilsender schön am Auto, Motorrad-Dingens da ranmachen und dann ist das schön und gut, aber... Hey, Greg. Ist ja anscheinend nicht so. Kann ich mit ihr irgendwie reden? Kann ich ihr den Peilsender... Peilsender kann ich dir leider nicht geben. Got a minute, Grace? What's up? Aber ich will sie auch nicht mit hineinziehen, ne? Also, das geht auch nicht. Hä? Ich glaube, es wird Zeit, echt einen Schnitt zu setzen. Und wenn ich so die Zeit angucke, ja, definitiv. Ich sollte einen Schnitt setzen und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Vielleicht habe ich dann irgendeine Eingebung. Ich habe gerade keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, dann tschüss, eure Teil.